Der Rhythmus wird nun für alle Fahrer ein wenig unterbrochen. Es bleibt aktuell der Wahl. Sam Bird schnell gezeigt, der Einzige unter 58 Minuten mit 57,922. Buemi hat es vorhin zwar auch ähnlich wie Sarrazin kurz rausgehebelt, aber er hat ja nur die Nase, den Frontflügel kaputt gemacht, nicht die Aufhängung. Das Team aus Indien, auch die Lackierung sehen wir hinten, die indischen Farben. Auto von Nick Heidfeld, Design erinnert an einigen Stellen so ein bisschen an Force India, auch dort ja in der Formel 1 ein deutscher Fahrer unterwegs. Und das die Vorjahresmeistertruppe rund um Nelson Piquet Jr. in hellblau. Reihenfolge, da sehen gerade die Top 6 in der Grafik. Ärzte sind auch da, Medical Auto selbstverständlich, aber dem Fahrer ist nichts passiert. Völlig richtig ist, er muss im Auto bleiben, bis die Streckenposten, die offiziellen, bei ihm sind, weil ja von hinten noch weitere Autos kommen können. Das sieht man nicht, wenn die Einlenkpunkte, Kurvenausgang, man sieht da nicht über die Mauern rüber, ob da noch ein Auto kommt. Und erst bis rote Flagge ist kein Auto, man fährt die offiziellen da, dann aus dem Auto raus, dem ist nichts passiert. Aber im Übrigen auch hier das Niveau Streckenzeit des Hospital ist auch dabei, da wird er jetzt hingebracht und kurz untersucht. Jeder, der mit dem Auto die Mauer berührt und Unfall hat, wird kurz vom Arzt untersucht. Das dürfte aber für Sarrazin kein großes Thema sein. Für die Nummer 4. Allerdings für das Venturi-Team haben sie jetzt ein paar intensive Stunden vor sich bis zur Qualifikation. Die Chassis-Einheitschassis von Dallara. Auch dort allerdings ist jetzt ein bisschen Freiheit gegeben im Hinblick auf die nächste Saison. Jetzt verfolgen wir ihn bis zum Abflug auf seiner schnellen Runde, die schon nah an der Mauer dran. Eck kurz versetzt über die lackierten Flächen gefahren, ja, in unterschiedlicher Reihenfolge. Da ging es geradeaus. Die deutsche Rallye, Kona Walter Röhr, ist einmal ganz einfach erklärt, untersteuern, übersteuern. Im Rallye-Auto sei es so, aber das ist auf der Rundstrecke ähnlich. Wenn du den Baum siehst, auf den du drauf knallst, dann ist es untersteuern. Wenn du ihn nur hörst, weil du im Heck einschlägst, dann ist es übersteuern. Nicht nur ein brillanter Auto-Rennfahrer, Rallye-Fahrer Walter Röhr, sondern auch ein gelungener Entertainer. Die Fans auf der Tribüne werden verwöhnt von bestem Sommerwetter. Und eine Menge Leute, die hier in der Nähe wohnen, haben tatsächlich ideale Logenpositionen. Jung und alt haben offenbar ihren Spaß, auch wenn dieser junge Mann in Gelb gerade den Fehler von Sarrazin wohl nicht nochmal sehen wollte. Ich kann gar nicht hingucken. Ja, da haben wir schon gesehen, wie er versetzt. Und dann geht es geradeaus. Genau der Umschnitt der Kamera, um rechts Bildecke zu sehen. Hat jetzt einschlägige Erfahrung gemacht. Ein klassischer Unfall, wie oft bei Straßenrennen. Das sieht man nach, wie man das ja auch schon gesehen hat. AK oder beim Straßenklassiker der Formel 3 erlebt im südfranzösischen Po vor einer Woche. Uhr tickt weiter runter, das ist freies Training, anders als in der Qualifikation. Wenn da ein Unfall passiert, muss natürlich das Ganze unterbrochen werden und die verlorene Zeit nachgeholt werden. Also einem Team fehlt jetzt die Zeit, das ist klar. Und eine Menge Fans hier tatsächlich auch auf den großen Hochhäusern, die die Rennstrecke umsäumen, zeigen im positiven Sinne Flagge. Gefällt uns gut. René Rast bräuchte jetzt jede Minute, dem kommt die Unterbrechung natürlich nicht sehr entgegen, ist klar. Ja,
leider Pech für den Champion. Das Glück ist im letzten Jahr in der Saison, da hat aber ja auch kleine Probleme gegeben, aber zum richtigen Zeitpunkt hat alles funktioniert. Ja, wenn wir dann aber nah sehen, der schon die Dixie-Klonschen problemlos nimmt. Also im ersten WP wird in jedem Fall, egal wie viele Minuten es jetzt noch sind, und die Uhr liegt drunter, 7 Minuten etwas weniger als 7 Hamburg, wird in jedem Fall nicht mehr fahren können. Und damit ist es natürlich blöd. Da fehlt in Abstimmungszeit dem Champion in Auton mit der Nummer 1, Sohn von der Rennlegende aus Südamerika, aus Brasilien, Nelson Piquet Senior, der diverse unterschiedliche rennfahrende Söhne ja hat. Also, Piquet, keine richtige Runde, das sind Radierungen eines bekannten Meisters, denn wir wissen, wer das war, nachdem es also ein bisschen geradeaus ging. Aber bisher muss ich sagen, relativ hohe Disziplin, wenig Unfälle, wenig Fehler. Bei Venturi, wie gesagt, gibt es jetzt eine etwas hektische Mittagspause, das ist klar. Und einige, die wir eigentlich nachher vorne auch erwarten können, ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Nicht nur, weil Auto onduliert und das Selbstbewusstsein, das Ego bei Stefan Sarrazin eben auch, sondern Boemi, der Verfolger von Lucas Di Grassi in der Gesamtwertung der Meisterschaft, er aktuell nur 14. Vorhin ja auch mal einmal kurz die Grenzen der Physik ausgelotet und mit der Außenmauer, der harten Außenmauer, der Betonmauer Bekanntschaft gemacht, wenn auch ohne große Folgen für das Auto. Er, der Mann aus der Schweiz, nur 14. Oliver Törby, der heute Morgen zweitschnellster war, aktuell nur auf Platz 12. Aber die haben sich tatsächlich wahrscheinlich auch für die letzten Minuten des freien Trainings nochmal einiges vorgenommen. Und momentan sind zunächst mal die Streckenposten bei der Arbeit und machen jetzt hier in Berlin, wie heißt es so schön, für die Händler, aus denen ich komme, schwäbische Kehrwoche. Ist aber auch wichtig, weil im Schwabenland muss man es üblicherweise vor 12 Uhr machen. Die Bindemittel wurde gearbeitet, um Flüssigkeiten, nachdem der Kühler angeschlagen ist, das auch ein bisschen zu binden, damit es nicht rutschig bleibt. 5 Minuten haben wir noch. Ich glaube, es wird noch einen Restart geben. Und weiter geht's raus. Wir haben ja entsprechend Puffer auch im Programm, das nicht so eng getaktet ist wie zum Beispiel an DTM-Wochenenden. Die sollen natürlich ihre Fahrzeit kriegen. Session startet und wird auch ein bisschen verlängert. Wieder die beiden Äpfel, das scheint wirklich gut zu funktionieren. Informationsflug, jetzt aber natürlich Pultbildung. Klar, die letzten Minuten wollen alle Fahrer, deren Autos jetzt noch gerade sind, die noch laufen, wollen wir jetzt in jedem Fall noch nutzen und Hinweis auf den Monitoren, auch für Sie, liebe Zuschauer, vor allem im Hinblick auf die Teamchefs der einzelnen neuen Mannschaften, Flügel, Surfers, Dorf und gerade mit Bindemittel gearbeitet wurde. Das heißt Kurve Nummer 11. Durchaus sich wird noch verbessern können. Gefreut hat mich im Übrigen vorhin auch, dass die einzige Dame im Feld besonders warme Applaus entgegengebracht worden ist. Simone Silvestro. Die Mann auch schon mal als Vorvertrag mit sauber in der Formel 1. Da steht jetzt ein Auto. Durch die Schikane, da holpert es ordentlich. Und läuft mit dem Verein, der hier natürlich in Berlin heute einen großen Schritt in die Meisterschaft machen könnte. Gelbe Flagge, Warnhinweis. Das Fahrzeug links, das aber jetzt das Linie von Lukas Di Grassi eingebollert ist. Aber Verkehr. Langsamere Autos vor ihm. Muss ich vorstellen. Die Onboard-Kamera ist insbesondere eindrucksvoll. Oh. Sanders spielt auch die Bestzeit, die er gleich am Anfang dieser 30-minütigen freien Session erzielt hat, wird wohl nicht mehr unterbrochen. 57-9-2-2. Das war jetzt die 57-6 von Berlin im ersten Turnier. Immer wieder ist ein Steiger, das ist die Kamera oben, das ist eine große Kräne. Wenn sie aufmacht und damit zurückgeht, dann sehen wir tatsächlich, wie
Englichkeit, das ist für Sie und Zuschauer auch selbst ersichtlich, dann kann natürlich auch die Fernsehkanäle weltweit rausgehen, live ausgestrahlt in allen Kontinenten, die da rund um die Welt sind. Das auf die App gemacht, versucht das Renault laut, nämlich Formationsfliegen. Mannschaftlich geschlossene Leistung.